Was geht ab, meine Freunde? Was geht ab? Und willkommen bei einem weiteren Video der Frage. Im heutigen Video, ihr konntet es bereits im Titel und dem Thumbnail entnehmen, es geht natürlich um die neueste Folge von Blacklist, und zwar Folge 15. Und ich muss gleich zu Anfang sagen, ich bin absolut begeistert. Es war mal wieder eine absolut plotrelevante Folge, die in jeder Hinsicht alles erfüllt hat, was ich mir erhofft habe. Und es ist wieder eine wirklich coole Story-Folge, muss ich sagen. Natürlich wurden wieder alte Sachen neu aufgerufen, wie zum Beispiel Van Dyke kam natürlich wieder ins Gespräch, Liz Tod wurde wieder neu konzeptioniert. Sehr, sehr genial, muss ich sagen. Und in dieser Folge ist noch etwas sehr Cooles passiert, nämlich sind Personen aufgetaucht, die scheinbar über der Blacklist stehen. Zumindest von dem Eindruck, den sie erwecken, muss ich schon sagen, wir haben hier sehr interessante Kaliber. Kommen wir aber erstmal zum Grundlegenden. Im Laufe der Folge wird auf jeden Fall klar, dass sich zwei Personen, die vermeintlich irgendwie unabhängig voneinander agieren, natürlich dieselbe Person sind. Interessanterweise geht es natürlich einmal um die Person, die Cooper geblackmailt hat und ihn auch irgendwie erpresst hat, und natürlich um den Hintermann, der im Prinzip hinter Liz Tod steht. Wir wissen ja inzwischen, durch diesen medizinischen Tracker hat man es geschafft, Liz zu tracken, und Van Dyke wurde dann entweder beauftragt oder hat es halt einfach genutzt, um halt entsprechend dadurch halt Liz zu töten. Wir wissen natürlich nicht mal, ob Van Dyke erpresst wurde oder aber einfach beauftragt wurde. Naheliegend ist natürlich, dass er den Auftrag aber freiwillig angenommen hat. Ich meinte, ganz ehrlich, sein Boss, also Townsend, ist hier irgendwie auch draufgegangen, bedeutet, so eine Art Racheakt ist hier in jedem Fall nicht verkehrt. Und wir wissen ja, die standen sich ja relativ nah, und ich denke mal, Dembe würde Ähnliches tun, wenn Raymond auf diese Art niedergehen würde. Bedeutet, natürlich wurde er wahrscheinlich beauftragt und natürlich hat er ihn bereitwillig dann angenommen. Aber wie gesagt, die beiden Hintermänner, die mich hier wirklich sehr interessieren, sind einmal Reginald Cole, der hier vermeintlich wohl Cooper geblackmailt hat. Interessanterweise handelt es sich um einen ehemaligen Police Officer, hat so ein bisschen Nash-Syndikats-Vibes, muss ich sagen. Und ich mochte den Bestandteil mit Nash-Syndikat, das war sehr, sehr cool. Und dann haben wir hier noch den guten Tyson LaCroix. Und das ist ein unglaubliches Kaliber. Wir haben hier einen Anwalt auf dem Niveau von einem Marvin Gerard. Also wirklich, wirklich Genialität. Allein die Tatsache, dass er in dieses Taskforce-Gebäude reinkam, wusste, wo es ist, wusste, dass es existiert, und damit so einer Arroganz und Präsenz da einfach seinen Mandanten rausholt und dabei noch alle Fakten auf den Tisch legt, absolute Genialität, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Im Laufe der Folge sind noch ein paar andere wesentliche Sachen passiert. Nämlich hat man den Hersteller des Mikrochips gefunden. Natürlich hat ihn Raymond entsprechend gefragt, halt, was das eigentlich sollte und welchen Hintergrund das hat. Es schien so, als würde er nicht wirklich viel davon wissen. Er wusste vermeintlich nicht mal, wer Raymond Reddington ist. Und an dieser Stelle auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Gespräch, weil Raymond Reddington hat sich wieder als sich selbst vorgestellt. Wir wissen ja, in letzter Zeit hat er immer wieder, als die Frage aufkam, wer sind sie eigentlich, entweder ausweichende Antworten gegeben oder gelogen. Diesmal, ich bin Raymond Reddington. Richtig cool. Man merkt einfach diese Präsenz, diese Ausstrahlung, dieser Name werden wieder präsent, sobald es um Liz geht, interessanterweise. Wenn es irgendwas Beiläufiges ist, was einfach nicht direkt mit ihr zu tun hat, sondern eher sein Unternehmen aufbaut, stellt er sich inzwischen anders vor. Aber wenn es wieder um Liz geht, ist er natürlich Raymond Reddington. Und diese Ausstrahlung war wieder vollends da, muss ich sagen. Wie gesagt, sehr gute Folge. Im Grunde wissen wir aber nicht wirklich mehr, wer jetzt endlich Liz umgebracht hat, weil im Prinzip wissen wir nur, es gibt diverse Hintermänner, die wohl diverse Ressourcen besitzen. Am Ende der Folge wurden Reginald Cole und Tyson LaCroix wohl umgebracht. Ob das wirklich jetzt so stattgefunden hat, bin ich noch nicht so sicher. Zumindest was diesen Frame angeht am Ende, wo man nochmal auf LaCroix so ein bisschen geleuchtet hat sozusagen und den nochmal kurz in Szene gesetzt hat, schien es zumindest so, als würde man da so eine Art Comeback noch einplanen. Ich würde ihn nochmal nicht ganz abschreiben, weil das war einfach zu genial. Allein wie der Typ da runterkam und wie der inszeniert wurde, glaube ich nicht, dass er jetzt schon tot ist. Natürlich im Laufe der Folge wurde Cooper auch noch verhaftet für seine Verbrechen. Von Erpressung bis Mord und allem anderen. Er hat auch vor Cynthia Pennebaker einiges angestanden. Ich muss auch sagen, interessanter Bestandteil, dass Cynthia Pennebaker eine zentralere Rolle spielt. Dass Marvin so gut inszeniert wird, finde ich auch sehr, sehr cool. Also wie gesagt, sehr gute Folge, alles in allem hat es mir sehr gut gefallen. Man merkt wirklich, Raymond kommt etwas ins Hintertreffen, was zumindest seine Leute angeht. Und auch das Repertoire an seinen Feinden wird auch immer größer, also wirklich sehr genial, muss ich sagen. Ansonsten ist mir nichts mehr hinzuzufügen. Wie gesagt, spannende Folge, ich bin sehr, sehr hyped auf die nächsten Folgen. Was denkt ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten ist dem nichts mehr hinzuzufügen. Das nächste Video erscheint, wenn die Frage gestellt wird.